Moin, moin. Man hat mich beschenkt und ich habe dieses Buch länger immer wieder in die Hand genommen, hier und dort gelesen. Aber es macht eine große Freude, es auch chronologisch zu lesen. Und es ist tatsächlich eine Bereicherung. Es sind Kurztexte, 100 sehr kurze Gespräche von Elke Engelhardt. Danke auch an Dinja. Gespräche trifft es aber nicht wirklich, weil es sind schon Gespräche, aber es sind Zuwendungen an vorangestellte Zitate. Also sind es Gespräche, die man mit sich selbst, beziehungsweise hier die Autorin mit sich selbst führt. Und so sind es Selbstreflexionen, weitere Ausschweifungen, weitere Gedanken über das Zitat, was aber nur Anstoß gegeben hat. In eine Form, die begeistert. Es sind 100 Texte, die sie geschrieben hat, aber es sind auch jeweils 100 Wörter. Man ertappt sich hier und da, dass man das kontrollieren möchte, weil man das anders teilweise empfindet, wie man Zeit auch wahrnimmt. Zeit, die mal ausgedehnt ist, aber auch manchmal sehr kurzweilig daherkommt. So sind auch die Texte. Sie wirken mal lang, sie wirken mal kurz, aber es sind immer 100 Wörter. Und so reflektieren wir in ihrer lyrischen Prosa über das, was sie sagt, das ist weltklug, poetisch, tiefgründig. Es schließt sich nicht immer, aber es regt immer an zum Weitersinnen. Und man beschäftigt sich dann auch mit der Quelle, mit dem Zitat. Sie wurde angeregt durch Zitate von Sylvia Plath, Astrid Lindgren, Peter Nadasch und viele andere. Insgesamt sind es ja 100, die sie dazu gebracht haben, dieses Buch erst auf ihrem Blog zu fixieren, also diese Texte. Und zum Glück ist es in Buchform gebracht worden, sodass man das Buch immer wieder in die Hand nehmen kann. Und man kann es tatsächlich als Anregung nehmen, sich in die Gedankenwelt der Autorin und in diese lyrische Texte zu vertiefen, aber auch gleichzeitig als Literaturempfehlung kann man das Buch verstehen. Um zu verstehen, wie das Buch funktioniert, möchte ich eins einfach vorlesen. Ich habe jetzt einfach eins wahllos gegriffen, wo hier auch meine Karte ist, aber ich glaube, es passt auch ganz gut. Das wäre das Tag oder Text 25. Das Zitat ist: Ein Kreis, in dem ich ging und mich beschrieb, von Franziska Beyer-Lallerhut. Ich murmel Worte, die schreiben sich ein in das Holz meiner Haut. Manchmal blühen sie dort auf. Dann berühren sie eine andere Haut, die wiederum reagiert und so weiter. So pflanzt es sich fort. Andere Worte stehen unbefruchtet und nur so, nahezu unbeobachtet, auf einem Stück Papier. Eingeschrieben sind sie dennoch. Manche ins Herz, manche in die Haut. Einige bleiben an der Oberfläche, andere sinken tiefer ein, mit jedem Jahr, das vergeht und eine Warteschleife zieht. Ohne zu wissen, worauf das Warten zielt, das alles wird schon etwas aussagen über mich und die Art, wie ich gehe, immerzu im Kreis. Lesen, staunen, prüfen, nachlesen, weitersinnen, weiterdenken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und erlesene Stunden.